Nachruf auf den Country-Musiker Kenny Rogers, einen Mann mit großer Grummelstimme, Humor und zweifelhaftem politischem Verstand. Zu seiner Eitelkeit hat sich der Mann zeitlebens cooler bekannt als jeder andere Künstler. Ich wurde so oft geliftet, dass mein natürliches Gesicht im Nacken sitzt, hat der als Country-Sänger berühmt gewordene Musiker Kenny Rogers in späten Jahren in einem Interview gesagt. Ähnlich schamfrei erzählte er die Anekdote, wie ungeheuer er sich geschmeichelt fühlte, als ihn Elvis Presley in den 70er Jahren mitten in einem Konzert in Las Vegas von der Bühne herab begrüßte. Elvis trat damals Abend für Abend in Las Vegas auf. Und nur um immer noch einmal von Elvis vorgestellt zu werden, so Rogers, kam ich jeden Abend wieder. Mit einer grandiosen Grummelstimme, die nach knisterndem Kaminfeuer und gut gefüllten Whiskygläsern klingt, hat Kenny Rogers einige Lieder gesungen, die ich leider, wie viele Menschen mit halbwegs funktionstüchtigem Gehör, zum Schreien schrecklich finde. Islands in the Stream, sein Duett mit Dolly Parton aus dem Jahr 1983, geschrieben und produziert von den Bee Gees, ist für mich einer der schauerlichsten Liebesbrunstbargesänge der Popgeschichte überhaupt. Glücklicherweise gibt es aber auch Songs wie den ein paar Jahre zuvor entstandenen Kenny Rogers Hit Coward of the County, den Billy Edwiler und Roger Dale fabrizierten. In dem kann man hören, warum der Mann dann doch zu Recht 5 Jahrzehnte lang ein großes Publikum begeisterte und grob geschätzte 100 Millionen Tonträger verkaufte. Der Song offenbart einen bärbeißig-humorigen Zugang zur Country-Welt der stolzen, pathetischen Leidensmänner. Er beweist Vertrauen auf das Erzählen einer biblisch-wuchtigen Geschichte über Pazifismus und Notwehrmoral. Und er ist ein Beleg für urwerkpräzises musikalisches Handwerk. Millionenhit mit The Scholars. Kenny Rogers begann Ende der 50er als Gitarre spielender, von Sam Cooke inspirierter Popmusiker in einer Band namens The Scholars, aus deren Arbeit ein Millionenhit mit dem Titel Crazy Feeling entstand. Kurz darauf wechselte er zum modernen Jazz und schrummte im Bobby Doyle Trio den Kontrabass. Rogers war aufgewachsen in einer kinderreichen Familie in einem armen Viertel der texanischen Stadt Houston. Sein auf einer Werft arbeitender Vater spielte angeblich Geige. Zu einem Star der Country-Musik wurde Rogers erst mit der Mitte der 60er Jahre gegründeten Band First Edition, mit ihr sang er bis heute gängige Hits wie Ruby, Don't Take Your Love to Town. Das Lied schildert, wenn man Rogers Interpretation glaubt, die Liebesnot eines Vietnamkriegsveteranen. Für die meisten deutschen Radiohörer war dann Luzile im Jahr 1977 der Grund, ungläubig an den Bassreglern des Empfangsgeräts zu schrauben. Der großartig tief dröhnende Klagegesang eines mit Kind und Kegel allein gelassenen Jammerlappens war der erste Rogers-Song, der es in die britischen und deutschen Hitparaden schaffte. Wie in jener Zeit üblich, wurde sogleich eine deutschsprachige Version des Lieds produziert. Michael Holm sang "Musst du jetzt gerade gehen, Luzile?" Und natürlich ist der Unterschied einer von Himmel und Hölle. Bei Holm nölt ein verwöhntes Wohlstandsbürschlein im hellen Sonnenschein zum Abschied ein bisschen rum. Bei Rogers poltert das heroische Männerelend aus dem finstersten Grund der Einsamkeitsgruft. Titan der Country-Musik. Wie vor ihm Johnny Cash und nach ihm Garth Brooks wurde Kenny Rogers nun ein Titan der Country-Musik, der vom Rest der Musikwelt oft freundlich belächelt wurde. Er sang gemeinsam mit Kim Carnes, Sheena Easton und Dolly Parton, er moderierte Fernsehshows und wurde Mitgründer einer Restaurantkette. Er holte sich praktisch für alle seine Alben nach der Gambler 1979, mehr oder weniger wichtige Auszeichnungen ab. Er ließ sich von Lionel Richie die Erfolgsnummer Lady schreiben und von Prince den Song Yeah My Love, ein herzwärmendes Meisterwerk. Anders als Johnny Cash blieb Kenny Rogers ein später Triumph als außerhalb des Country-Geschäfts geachtete Entertainer-Ikone versagt. Das lag möglicherweise an den fragwürdigen Bartmoden, die er über die Jahre pflegte. Es lag an den politischen Meinungen, die er in späten Jahren äußerte, so bezeichnete er Donald Trump im Jahr 2016 als guten Freund, der unbedingt die Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten verdient habe. Es lag aber auch daran, dass Rogers fast ausschließlich auf die Songwriterkünste anderer angewiesen blieb und große Teile des Country-Gewerbes in Routine erstarrten. Eines Tages merkten wir, dass wir immer dieselben Lieder nur mit anderen Worten produzierten, soll Rogers mal gesagt haben. So ganz von dieser womöglich ulkig gemeinten Selbstdiagnose kam er nie los. Kenny Rogers, der nun mit 81 Jahren gestorben ist,
lebte zuletzt auf einer Farm im US-Bundesstaat Georgia und züchtete Rennpferde. Er war zum 5. Mal verheiratet. Als sehr altmodischer Charmeur himmelte er die Frau seiner Träume in einem seiner Songs tatsächlich mit den Worten "You decorated my life" an. Die Lieder von Kenny Rogers haben das Leben sehr vieler Menschen ausgeschmückt und werden das bestimmt auch in Zukunft tun.